So geht doch. That's how it's done, right? Und ja, das war jetzt ein Level, nur ich würde euch gerne lieber den Versus-Modus zeigen, weil das ziemlich interessant ist, wie man da auch spielen kann, beziehungsweise sollte, um euch auch noch ein bisschen mehr die Action zu zeigen, weil der Versus-Modus ist meiner Meinung nach der beste Modus oder zumindest einer der besten Modi, den es gibt. Es gibt halt auch noch Modi wie zum Beispiel den Realism-Modus, dass man nicht mehr diese Markierung hat, dass man hier zum Beispiel dieses Weiße sieht oder seine Mates durch bestimmte Wände oder so sieht. Und dass man auch wirklich Realismus sozusagen spielt. Ich gehe jetzt aber in den Versus-Modus, gehe auf schnelles Spiel und suche mir mal eins. Und wir warten, dass er einen Server raussucht. Dark Carnival, jawohl. Das ist meine Lieblingskampagne, weil es einfach richtig geil ist. Und ja, es gibt halt viele neue Waffen. Neu in Left 4 Dead 2 sind auch die Nahkampfwaffen, die ich sehr gerne benutze. Vor allem das Samurai-Schwert. Hoja! Und ja, auch eine große Anzahl an Waffen. Also, dass man jetzt nicht nur wie in Left 4 Dead 1 so irgendwie 2 Shotguns, 3 Sturmgewehre hat und das war's dann, sondern man hat wirklich, ich glaube, irgendwie 20 Waffen und noch 10 Nahkampfwaffen und Unmengen an verschiedenen Gegnern. Oh! Ich komm rein und ein Boom hat mich angekotzt. Ich hab grad nur eine Pistole in der Hand, was soll denn der Kraft? Ich weiß gerade, wieso ich nur eine Pistole in der Hand hab. Oh, ich hab sogar einen Shotgun. Cool. So, und man muss halt auch den Leuten hochhelfen, wenn sie jetzt gar nicht können. Und jetzt werden die ganzen Special Zombies halt auch von gegnerischen Spielern gesteuert, was es umso schwieriger macht zu überleben. Oh mein Gott, ich habe gerade schon wieder so Noob-Mates. Ich glaube ja kaum. Wir sollen jetzt mal reinhauen, weil es gilt im Versus-Modus, wer schneller ist, der kommt durch. Weil wenn man nicht schnell genug ist, dann ist man halt einfach gefickt, sozusagen. Das hat auch viel mit Hören zu tun. Sowas zum Beispiel. Ich hab ihn jetzt gehört, deshalb wusste ich, dass er auch kommt. Friendly Fire ist auch an, also man muss schauen, wo man auch wirklich hin schießt. Und ich habe mir jetzt eine Brechstange genommen, ich bin nämlich jetzt Gordon Freeman. So, dann habe ich jetzt einen Boom abgeschossen und hier kommen jetzt die ganzen Zombies. Aber da einer von uns gerade vollgekotzt wurde, werden die alle auf ihn. Wie ihr seht, er ist orange angezeigt. Wow, Hilfe! Die sollen mich mit dem Kolbenschlag befreien. Ah, geht doch. Gut, und da ist der Smoke auch down. Wir müssen uns jetzt mal fortbewegen. Ich habe meine schöne AK-47 hier. Eigentlich ist es auch wichtig, den Voice-Chat zu nutzen. Nur da wir ja gerade ein Gameplay machen, tue ich das nicht wirklich. Und ein Charger höre ich da. Genau, da ist er. Und, oh, ein Jockey hat mich. Der Jockey kann halt auf einen draufspringen und, ein Jockey kann auf einen draufspringen und einen sozusagen lenken, wo man hinrennt. Man kann nichts machen. Deshalb ist man komplett auf die Hilfe von Freunden angewiesen. Da oben der Hunter ist auch schon taut. Ja, er ist taut. Ich mit meinen alltäglichen Sprachfehlern mal wieder. Und ich nehme jetzt die Combat Shotgun. Das Teil ist nämlich richtig lustig. Die Uncut-Version von dem Spiel ist ziemlich lustig. Oh!
Und wir hören mal wieder die Tankmusik. Das wird jetzt krass. Und wir haben einen Charger. Das sah ziemlich lustig aus. Die Pro-Variante ist ja jetzt natürlich